Nicht nachmachen. Und damit herzlich willkommen zur zweiten Sendung der XX-Show. Extreme Experimente. Und was kann man zu Zeiten der Europameisterschaft in Frankreich am besten machen? Natürlich Experimente mit einem EM-Fußball. Für die Euro 2016. Was kann man da wohl am besten machen? Das frage ich mich und frage ich mich und frage ich mich. Und ich frage mich weiter. Ich würde gerne mal wissen, was in diesem Ball hier drin ist. Von außen, durch eine TSBE-Technologie, wird eine nahtlose Oberfläche ermöglicht. Und dieser Ball besteht aus 100% Polyurethan. So, gleich wird dieser Ball aber nicht mehr so aussehen. Das hier ist jetzt der Trainingsball, aber die müssten ja im Inneren alle gleich sein. Ich versuche es als erstes mal mit der Säge. Wir sind schon leicht drinne. So, vielleicht ein bisschen weiter nach oben, damit ihr dieses extreme Experiment mal besser beobachten könnt. Schon besser. Wo ist die Naht, die wir eben fabriziert haben? Hier. Und wir versuchen es mal weiter. Und die Luft kommt schon raus. Schaut euch das an. Wir sind aber noch nicht am Ende des Experimentes. Wir können schon reinschauen, aber... Das riecht echt komisch. Schaut euch das an. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Da ist gar nichts drin. Schaut euch das mal an. Ihr seht gar nichts, denn es ist ganz dunkel. Deswegen... Letztens den PC-Bildschirm haben wir nicht geknackt. Den Ball haben wir jetzt aber mal geknackt. Fußball. Hier kommt Luft rein. Aber wir sehen nur, ja, schwarzes Leder von hier innen. Überzogen mit dem, ja, Polyurethan, glaube ich, ist das. Echt komisch. Mit dem kann man natürlich nicht mehr Fußball spielen. Können wir aber als Helm benutzen. Vielleicht dann noch dekorieren und einen extremen Helm damit machen. Der EM-Ball 2016 haben wir geöffnet. Extrem geöffnet. Und wir haben nichts gefunden, außer eine, ja, schwarze Tiefe. Wir sehen hier, nehmen wir die Handschuhe ab. Anstrengend, aber wir sind halt extrem. Und das ist in einem EM-Ball drin. Natürlich können wir noch andere Bälle aufschneiden, um einfach zu schauen, ob es da Unterschiede gibt. Aber wir sehen jetzt hier die Nähte, die halt innen verlaufen und nicht außen. Hier auch nochmal, könnt ihr das vielleicht sehen. Ist ja schwer erkennbar, aber es klappt. XX-Show Nummer 2, passend zur EM 2016. Bald ist ja das Finale. Und da wollten wir die Chance nochmal nutzen, das Ding hier zu zeigen, wie ein Ding halt von innen aussieht. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Oder, ja, bei dem Extremen heute... Das, hier ist das so ein bisschen, ja, hier können wir es so ein bisschen öffnen. Komplett häuten. So. Elastisch, leicht elastisch und das da innen auch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Es ist hier alles extrem und natürlich, Leute, nicht nachmachen.